Zu Weihnachten vor 200 Jahren brach eine neue Zeit für die Katholiken in Franken an. Die Französische Revolution und Napoleons Herrschaft hatten Europa damals völlig verändert. Gesellschaft, Staatsform, kirchliche Strukturen, alles war neu organisiert worden. Kirchenfürsten gab es seit 1803 nicht mehr. Georg Karl von Fechenbach war der letzte Bischof gewesen, der auch als Herzog von Franken regierte. Nach vielen Verhandlungen zwischen Staat und Papst wurde schließlich am 23. Dezember 1821 das heutige Bistum Würzburg gegründet. Und Adam Friedrich Freiherr von Groß zu Trockau als erster Bischof ins Amt eingeführt. In einer Ausstellung des Diözesanarchivs zeigt Thomas Wehner, wie die Geschichte begann. Mit der Neuorganisation der bayerischen Bistümer endete für die Würzburger Ortskirche eine Phase, eine Krisenzeit, die über oder fast zwei Jahrzehnte angedauert hat, die mit der Säkularisation letztendlich begonnen hat, in der das Bistum in einem permanenten Schwebezustand gestanden hat, ob das jetzt rechtlicher, wirtschaftlicher oder auch institutioneller Art war. Auch geografisch war die neue Diözese nicht die alte. Manche Gebiete waren weggefallen, andere dazugekommen. Also 1821 ist das neue Bistum Würzburg nach Westen verschoben worden. Ja, dieser Bereich hier, das ehemalige Aschaffenburger oder Mainzische Oberstift, hier mit dem Regionalzentrum Aschaffenburg, lag seit 1814 auf bayerischem Staatsterritorium. Dieser Schlauch hier, der gehörte ehemals zum Hochstift Fulda, der gehörte seit 1816 zu Bayern. Diese Pfarreien mit eigenen Traditionen mussten integriert werden. Eine Herausforderung für Bischof Adam Friedrich von Groß zu Trockau, als er 1821 das Bistum neu aufstellte. Und er hat das wirklich aktiv von vornherein in seiner Art, so als nüchtern denkender Jurist und Verwaltungsfachmann, ja, ist er das angegangen. Trockau war nämlich nicht nur Theologe, sondern hatte Rechtswissenschaft studiert. Er war lange Bamberger Regierungspräsident. Das Domkapitel organisierte er wie den Mitarbeiterstab einer Behörde. Diese zentrale Diözesanverwaltung, das bischöfliche Ordinariat, das hat in den ersten Jahren ab 1822 eine Flut von Verordnungen an den Pfarrklerus rausgegeben. Ja, da ging es einfach um Vereinheitlichung der Seelsorge, der Glaubensvermittlung. Aber schauen wir an dieser Stelle einmal auf die Anfänge des Christentums in der Region. Vor über 1000 Jahren brachten die irischen Missionare Kilian, Colonnat und Totnan den christlichen Glauben nach Franken. Etwa 100 Jahre später nutzte der erste Bischof von Würzburg, Burkhard, die Frankenapostel, um die Gläubigen des damals jungen Bistums zu vereinen. Zu den wichtigen Leistungen des dann auch heiligen Burkhard gehörte ja die Erhebung der Gebeine der Frankenapostel und damit einen Kultmittelpunkt für das neue Bistum geschaffen zu haben. Und das ist auch ein wichtiges Kontinuitätsmerkmal. Der 8. Juli war ja im alten Hochstift Würzburg ein Feiertag, weltlich und geistlich der Nationalfeiertag, kann man sagen, der unterfränkischen Katholiken. Und ein einigendes Element im Bistum blieb Kiliani auch im 19. Jahrhundert. Von Trockaus Nachfolger Anton von Stahl förderte die fränkische Wallfahrtstradition und Volksfrömmigkeit besonders. Die Gläubigen sollten sich so als Gemeinschaft erleben können. Und das ist eine ganz starke Linie, die sich weit in das 20. Jahrhundert zieht. Man kann sagen, bis in die 50er, 60er, vielleicht in den Resten bis in die Gegenwart. Die Kirche als fester Hort, die über die Zeiten hinweg stabil bleibt und so immer einen festen Anker darstellt. Übrigens hatte auch Bischof Stahl einen Anker im Wappen, vielleicht auch eine gewisse Analogie zum heutigen Bischof. Aber weiter möchte ich mit meinen Analogien nicht gehen, weil er natürlich vor ganz anderen
Herausforderungen steht als Bischof Stahl im 19. Jahrhundert. Zwar ist der Bischof heute noch wie damals Hirte eines Bistums, der Sakramente spendet, die Gemeinden besucht und erfahren möchte, was die Gläubigen vor Ort bewegt, aber... Es gibt natürlich jetzt die Situation, dass er eben auch der Leiter einer großen Behörde ist und eines großen Unternehmens oder zumindest mittelständischen Unternehmens und dass sehr viele Aufgaben ihn auch absorbieren. Als solcher muss er sich mit den Finanzproblemen der Diözese befassen. Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche beschäftigt auch das Bistum Würzburg. Die neue Gliederung in große pastorale Einheiten aus mehreren Pfarreien fordert nicht nur die Aktiven vor Ort, sondern auch Bischof Franz Jung. Es geht darum, wenn wir als Kirche Sakrament des Heiles sein wollen, dann dürfen wir uns nicht nur um unseren Kirchturm drehen, sondern die Frage war ja vorhin, sind wir überhaupt noch in der Lage, auf das zu hören, was Menschen an Fragen an uns herantragen? Die interessieren sich nicht für unsere Strukturen. Das muss man ganz klar sagen. Die interessieren sich nicht für unseren inneren Probleme, sondern die fragen, ob Kirche für sie Partner, Ansprechpartner, Hilfestellung sein kann. Auf der anderen Seite muss man ermöglichen, dass die abnehmende Zahl an Hauptamtlichen auch noch in der Lage ist, mit einem gewissen Gesicht vor Ort zu sein, also einen gewissen Anteil ihrer Zeit vor Ort zu verbringen und nicht nur sich im Raum verlieren. Und natürlich, dass die Hauptamtlichen sich in diesen Räumen bis 2025 als die Befähiger verstehen, soll heißen, dass sie eigentlich die Ehrenamtlichen in eine Situation bringen, in der sie weitestgehend selbstständig sind. Was Laien, also Menschen ohne Weihe, in der Kirche dürfen, wurde schon vor 50 Jahren bei der Würzburger Synode diskutiert. Und damals sind Fragen in den Raum gestellt worden, die heute noch aktuell sind. Das beginnt mit der Frage der Gemeindeleitung. Wer kann Gemeinde leiten? Und eine weitere Frage, die seitdem natürlich auch im Raum steht, ist die Frage überhaupt der Frau in der Kirche. Und bei der Diskussion dieser Frage machen die Frauen nun Druck. Sie demonstrieren vor Gotteshäusern für Gleichberechtigung und Reformen in der Kirche und fordern mehr Beteiligung. Mein persönlicher Standpunkt ist, ich will auch, dass meine Kinder, meine Enkelkinder wieder eine Heimat in der Kirche finden. Momentan geht es nicht. Mehr Vertrauen in die Frauen, mehr Vertrauen in die Frauen, mehr Vertrauen in die Frauen. Das lässt sich jetzt einfach nicht mehr stoppen, das geht weiter. Die Demokratisierung der Gesellschaft hat längst auch die Kirche erfasst. Die Gläubigen erwarten, dass sie auf Augenhöhe mit dem Klerus das Gemeindeleben gestalten können. Jugendliche kämpften schon früh darum. Am Aufbruch des 20. Jahrhunderts hat die Jugend einen großen Anteil gehabt. Die Jugendbewegung, die liturgische Bewegung, beide sind sehr stark von der Jugend, von auch jugendlicher Begeisterung getragen worden. Und die Jugendbewegung organisierte sich. 1947 wurde der BDKJ-Diözesanverband gegründet. Einer der Hauptakteure war der damals 25-jährige Würzburger Journalist Oskar Neisinger. Der wollte einfach ab den Jahren 1945 Jugendarbeit im Bistum Würzburg verbandlich strukturieren, von Laien organisiert und geleitet. Das hat zuerst mal ein bisschen auf Widerstand bei der Bistumsleitung gestoßen, aber er hat sich nicht abbringen lassen. Inzwischen hat der Verband 30.000 Mitglieder und Christina Lömmer freut sich, dass obwohl die Kirchenmitgliedszahlen im Bistum Würzburg in den letzten Jahren ja gesunken sind, tatsächlich die Jugendverbandsarbeit gewachsen ist. Also dass wirklich auch junge Menschen sich bewusst entschieden haben, wir wollen Teil eines Jugendverbandes sein, wir wollen uns vor Ort engagieren. Und da hatten wir tatsächlich auch ein kleines Plus an Mitgliedern. Und die suchen sich ihren Weg in die Zukunft der Kirche. Ich glaube, es ist auch gut so, dass Jugendarbeit manchmal sich da das Recht rausnimmt, nicht nur das zu tun, was vielleicht andere sagen, dass Jugendarbeit machen müsste, sondern wirklich da auch einfach gut auf die Zielgruppe hört und das tut, was die jungen Menschen auch interessiert und was ihnen wichtig ist. Musik
Wie sich das kirchliche Leben im Bistum Würzburg dabei weiterentwickelt, werden vielleicht die nächsten 200 Jahre zeigen.